gehen. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Nintendo Smash XD. Ja, wir sind hier vor dem Bürgerhaus Heidelberg mit Caps Lock. Wunderschön, ja, muss ja, ich schon sagen. Das ist schon ein ganz toller Ort hier, wirklich. Schöne Gegend, absolut. Schöner Ausblick. Schön abgelegen am Arsch der Welt. Und, ja. Aber wir sind hier auf der Retro Gamescon. Nicht Gamescom, ich lese immer wieder Gamescom. Es ist einfach falsch. Es ist die Gamescon. Ja. Ja. Und dort kann man viele tolle Sachen kaufen, entdecken, Spaß haben und coole Leute treffen, wenn man möchte. Absolut. Ich habe noch keine gesehen, aber ja. Also bis dahin ist das ja eigentlich ganz okay hier. Und ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß auf diesem Kanal hier. Weil wie Sie sehen können, sind hier sehr interessante Menschen, sehr komische Menschen, aber auch, wie soll ich sagen, sehr verrückte Menschen. Aber das macht sie ja nicht minder. Hier ja. Erscheint jetzt der Abonnieren-Button. Da einen bitte einmal draufklicken. Also du machst mir nur noch mehr Arbeit, Rüdiger. Da ist jetzt der Rüdiger ist Klein-Button. Wenn ihr sehen wollt, wie Rüdiger kleiner wird, dann drückt jetzt auf diesen Pfeil, der hier erscheint. Langsam stunden. Ja. Oh. Okay, dann bedanke ich mich herzlich bei euch. Kein Problem, jetzt viel Spaß bei der Gamescom, bei dem genau. Video. Hey guys, euer InSmash wieder hier am Drücker mit einem. Ich denke, das Intro hat schon für sich gesprochen, wo wir hier gerade sind. Nämlich auf der Retro Gamescon in Heidelberg. Das Ganze war am 11.03.2023 und ich war natürlich wieder mal vor Ort, das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Endlich mal wieder eine Retro Gamescon hier und man sieht, es ist noch nicht so viel los. Das liegt daran, dass die ganzen Verkäufer noch dabei sind, ihre Verkaufsstände aufzubauen und die ganzen Artikel herzurichten, zu platzieren für den großen Beginn. Den großen Verkaufsstart an diesem Tag. Und zum Glück durfte ich eine Stunde vor eigentlichen Einlass schon eintreten, damit ich in Ruhe meine ganzen Aufnahmen machen konnte, die ganzen Stände hier filmen konnte, mit den ganzen Artikeln hier. Und ja, das hat mich sehr gefreut. Das ist immer wieder ein guter Vorteil für mich, damit ich hier einfach in Ruhe filmen kann, weil wenn dann so viele Leute dann hier sind, die sich hier durch die ganzen Verkaufsstände hier durchkämpfen, dann ist es für mich persönlich halt wirklich schwer, die ganzen Stände in Ruhe und auch gut filmen zu können. Also von daher vielen, vielen Dank an die Veranstalter von der Retro Gamescom, dass ich eine Stunde vor Einlass schon eintreten durfte. Ich durfte nur filmen, nur gucken, noch nicht kaufen. Daran habe ich mich natürlich gehalten. Und man sieht hier auch wieder richtig schön hier alles Mögliche wieder vertreten. Haufen schöner alter Games, N64, SNES, NES, auch diverse Konsolen, wie die Wii U zum Beispiel, ist ja auch schon voll Retro, ne? Und auch diverse Handheld-Konsolen. Was aber auch stark vertreten war, was mich ehrlich gesagt gewundert hatte, waren sehr, sehr viele Figuren und Spielzeug und so. Also mit so einer Anzahl an Figuren und so weiter hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber gut, die Retro Gamescon, die wirbt ja damit, dass sie nicht nur alte Videospiele, sondern auch altes Spielzeug auch hier anbieten zum Verkauf. Also von daher ist es nicht ganz so viel platziert, aber trotzdem hat es mich doch gewundert, dass so viele Figuren, Sammelfiguren, Actionfiguren etc. alles hier so vertreten war. Und auch diverse Karten. Yu-Gi-Oh! Karten, Pokémon-Karten, gab es auch einen Haufen Zeug. Und das Ganze war wieder mal ein richtiges Abenteuer für mich. Vor allem hier die Reise hierher. Ich bin aber auch froh, dass die Reise an sich mehr oder weniger sehr gut geklappt hat. Auch hier mit der Zugverbindung. Na gut, ich musste kein einziges Mal umsteigen. Fand ich richtig gut. Ich konnte schön von Kaiserslautern aus bis nach Heidelberg fahren. Das war so eine... ja, so eine Stunde Zugfahrt ungefähr. Und ja, danach wurde es aber abenteuerlich, weil ich bin nämlich vom Hauptbahnhof, also von dem Heidelberg Hauptbahnhof, bis zu der Retro Gamescon gelaufen hier in Heidelberg. Und das war so, ja, eine Stunde Fußmarsch. Erstmal quasi quer durch die Stadt, durch die Hauptstadt.
musst eine richtig fette, lange Strecke erstmal geradeaus laufen. Und ja, dann wurde es immer mehr und mehr verwinkelter. Musste immer wieder mal auf mein Smartphone gucken. Ich hatte zum Glück Google Maps bei mir. Ich glaube, ohne Google Maps hätte ich es überhaupt nicht gefunden. Selbst mit Google Maps habe ich mich 2 oder 3 Mal verfranst. Weil die Wege dann teils im späteren Verlauf so verwinkelt wurden, das war krass. Ich musste auch einen richtig fetten Berg hochlaufen. Ich musste erst durch so eine kleine, schmale Seitengasse durchlaufen und dann irgendwie so, ja, so eine richtig schmale Straße hoch entlang, die wirklich zwischen 2 Häuserreihen, die wirklich nah aneinander gepresst waren, musste ich dann da hochlatschen, einen richtig steilen Berg hoch. Da musstest du echt Angst haben, dass wenn ein Auto plötzlich entgegenkommt, dass du da umgefahren wirst. Ja, da konnten auch Autos runterfahren. Hm? War zum Glück eine Spielstraße, aber trotzdem war nicht viel Platz. Erstmal den ganzen Berg hoch, dann bis zum kleinen Waldweg, der auch ziemlich steil nach oben ging, muss ich erstmal hochlaufen. Aber ich hatte da einen richtig schönen Überblick über Heidelberg. Also es war ein richtig schöner Anblick. Ja, dann noch so... Ja, dann habe ich so den Hauptstadtteil von Heidelberg verlassen. Dann am anderen Stadtteil in Heidelberg, da war das dann das Ganze mit der Retro Games Con. Ich hatte echt Schiss ein bisschen, weil der Akku von meinem Smartphone, das war ja eine Stunde Laufweg war das ja. Ich hatte da ein bisschen Schiss, weil ich hatte dann am Ende nur noch 20% Akku. Ich dachte mir, scheiße, hoffentlich reicht der Akku dann noch für den Rückweg. Aber ich wurde zum Glück am Ende des Tages wurde ich dann zum Hauptbahnhof zurückgefahren. Der Stelle auf jeden Fall schon mal Dankeschön dafür. Und demnach hat das eigentlich alles ganz gut funktioniert mit der Reise. Und ja, sehen hier, wie schon gesagt, wieder ein Haufen Games. Auch viel Kram in einem richtig guten Zustand. Und was ich auch interessant fand, war hier ein Fake NES Mini, einen japanischen Super Famicom und einen Mini-NES mit 750 Spielen und ein Mini-SNES, ich glaube mit 250 Spielen oder was da war. Da habe ich, mich und Rüdiger, wir haben uns da gefragt, wie kann das denn sein? Da sind doch normalerweise nicht so viele Spiele drauf, ne? Wer hat denn da ein bisschen dran rumgewerkelt? Das ist auf jeden Fall nichts Offizielles. Na. Da frage ich mich aber auch, was für Spiele sind da jetzt alle drauf gemacht worden? Das hätte mich da schon ein bisschen interessiert. Aber ich hätte mir sowas nicht gekauft. Ich nehme nur original, was legal von Nintendo ist. Aber wir haben hier natürlich nicht nur Nintendo, sondern auch, natürlich, ja, ich muss ja für alle Gamer hier sprechen. PlayStation, Xbox, so weiter. Was ich auch witzig fand, war zu einem hier diese VHS-Kassetten. Hätte ich nicht gedacht, dass das hier auch zu finden ist. Weißt du, die Jugendlichen von heute, kennen die das überhaupt noch? VHS-Kassetten, Videokassetten? War nämlich so meine Zeit, ja? Damit bin ich aufgewachsen. Ja, auch hier viele Amiibo-Figuren, hauptsächlich Bowser und diverse The Legend of Zelda-Amiibos. Fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Bei den Zelda-Amiibos ist es ja, glaube ich, so, dass Nintendo die jetzt wieder so nachproduziert, höchstwahrscheinlich wegen Tears of Kingdom, was ja demnächst rauskommt. Wäre demnach logisch, wenn Nintendo die nochmal nachproduziert. Und ja, hier haben wir auch nochmal einen Haufen Actionfiguren, auch von Street Fighter. Masters of the Universe gab es auch einen Haufen Zeug und selbstverständlich die Special Pikachu Edition vom N64. Noch diverse Lösungsbücher, kennt man ja alles. N64-Controller, immer wieder schön zu sehen. Es gab auch so ein Spiel, um nochmal so ein bisschen auf die Switch-Spiele zurückzukommen. Es gab ein Switch-Spiel, von dem ich gehofft habe, dass ich das hier finden würde. Habe ich aber leider nicht. Nämlich Atelier Riser. Der erste Teil der Atelier Riser-Reihe. Zweiten Teil habe ich ja. Der dritte Teil kommt, glaube ich, demnächst raus. Aber den ersten Teil habe ich nicht. Den kriegst du höchstens auf Amazon oder eBay für überteuerte Preise. Und da möchte ich jetzt erstmal nicht so viel Geld für so ein Spiel ausgeben. Auch wenn ich es gern für die Sammlung hätte. Ja. Aber Hauptsache hier Super Mario 3D All-Stars. Hauptsache das war vorhanden. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Also es war auf jeden Fall richtig
schön, es war ein richtig schöner Tag. Ich habe mich ja, habt ihr gesehen, ich habe mich mit dem guten Rüdiger, aka Weehawk und Matze getroffen. Deine Frau, also Rüdigers Frau, die war auch dabei. Und ich hätte gedacht, bei uns wird es eigentlich so, ja, mit uns vier würde es damit bleiben, dass wir eine kleine Gruppe aus vier Leuten sind, aber irgendwie waren wir am Ende acht Leute. Aber es war schön, es war eine richtig schöne Gruppe, die wir dann da hatten. Und hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Wir haben uns super verstanden, war großartig auf jeden Fall. So, hier haben wir noch einen weiteren Stand mit sehr, sehr viel Actionfiguren, auch viel mit Marvel und so weiter. Also hier Sammler von diversen Figuren, die sind hier, würde ich mal behaupten, echt auf ihre Kosten gekommen. Auch nochmal einen Haufen Star Wars Figuren. War schon krass, auf jeden Fall. Hätte ich echt nicht damit gerechnet. Hat auch für die Retro Gamescom eigentlich jetzt nicht so große Ziele. Also wie gesagt, höchstens Atelier Riser für die Switch, den ersten Teil. Aber sonst so, ja, habe ich das Ganze so auf mich zukommen lassen einfach. Bei Rüdiger war es eigentlich genauso. Er ist eigentlich sonst auch immer mit irgendwelchen Zielen auf Retro-Börsen und Retro-Games-Cons gegangen. Aber ja. Und hier diesen Pokédex, muss ich auch mal kurz erwähnen. Diesen Pokédex hier. Ich fand das so geil, dass ich den hier gesehen habe, weil den hatte ich als Kind nämlich auch mal. Das war der allererste Pokédex, der die ersten Pokémon, die Pokémon der ersten Generation nur beinhaltete. Weißt du nicht, waren es die 150 oder die 151? War da Mew auch schon mit drauf? Weiß ich jetzt gerade. Schon viel zu lange her. Den Pokédex habe ich auch nicht mehr. Der ist mir nämlich leider kaputt gegangen. Brauche ich jetzt schon noch ein bisschen hinterher. Aber, naja. Also wie gesagt. Wir sind nicht mit so großen Zielen auf die Retro Gamescom gegangen. Wir wollten das Ganze so ein bisschen auf uns zukommen lassen, weil, sind wir mal ehrlich, wir waren jetzt schon auf so vielen Retro-Börsen und Retro-Gamescom. Ja, wir haben eigentlich schon das meiste, was wir so retromäßig gerne sammeln und haben möchten. Weil wenn wir uns da so durch die Verkaufsstände wühlen, entweder haben wir das meiste schon oder es sieht halt leider nicht mehr so gut aus. Es ist nicht mehr so in einem guten Zustand. Deswegen wird es auch wirklich immer schwieriger für uns irgendwas Ansprechendes für uns auf der Retro-Börse oder Retro-Gamescom da irgendwas für uns zu finden. Gibt es eigentlich noch die Retro-Börse oder ist es jetzt nur noch hier Retro-Gamescom? Ich weiß es jetzt gar nicht, weil von Retro-Börse habe ich jetzt schon ewig nichts mehr gehört. Seit der Corona-Pandemie habe ich nichts mehr von Retro-Börse gehört. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Veranstaltung ist tot. Aber wenigstens gibt es die Retro-Gamescom noch. Hier haben wir noch einen Stand mit einem Haufen schöner Konsolen, Handheld-Konsolen, N64-Konsolen. Und diese Pokémon-Konsole, diese Pokémon N64-Konsole, diese etwas hellblaue, da habe ich Rüdiger gefragt, sag mal, ist das die amerikanische Variante? Da haben wir uns das so ein bisschen näher angeguckt und Rüdiger meinte, dass es eine europäische Variante wäre, also eine PAL-Variante, keine NTSC-Variante. Habe ich mich dann auch gewundert, okay, ich dachte, das wäre jetzt so eine amerikanische. Ja, aber als Sammlerstück wäre es bestimmt auch gut gewesen, habe ich mir jetzt aber nicht geholt. Auch wenn es da so einigen Stuff gab, den ich mir echt gern geholt hätte. Zum Beispiel wirklich noch gut erhaltene Game Boy Advance Spiele, wie zum Beispiel von Zelda, Oracle of Ages oder Seasons. Da gab es auch Exemplare, die noch richtig gut in Schuss waren. Aber dementsprechend haben die auch gekostet. Also einen Preis unter 100 Euro hast du da nicht gefunden. Also da musstest du schon ordentlich Geld hinblättern. Und selbstverständlich, wie es bei so einer Gamescom hier üblich ist, muss es natürlich auch eine Zocker-Area geben. Eine Zockerzone. Auch richtig schön mit den fetten alten Röhrenfernsehern. Wunderschön. Yes, die Aufnahme habe ich jetzt gemacht, da war noch kein Einlass für Besucher, aber es hat natürlich nicht lange gedauert. Da wurde dann natürlich ordentlich gezockt, was das Zeug hält. Dem ist auch richtig schön hier, Super Mario Kart, FIFA 99 war das, glaube ich. Hier Super Mario Bros. 3, wurde auch heftig gezockt. Außer dieses Wrestling-Spiel, das wollte irgendwie keiner zocken.
Ja. Ach, hier haben wir nochmal so ein paar Mibu-Figuren. Diesen Rob da ganz links. Alter, der hätte mich interessiert, aber der Verkäufer hat mir gesagt, nee, der ist leider nicht dabei, da ist nur so ein bisschen Zubehör dabei. Fand ich ein bisschen schade. Was ich aber auch cool fand, war der Power Glove. Der Power Handschuh zur NES-Zeit. Also wer mit dem Ding damals wirklich gezockt hat, keine Ahnung. Ich glaube, das war ja so, du musstest, ich glaube, jedes Spiel hatte irgendwie so seinen eigenen Code, den musstest du dann irgendwie in dem Handschuh erstmal eingeben, dann konntest du mit dem Handschuh das Spiel zocken. Wie hat man mit dem Ding damals gezockt? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Da müssen Rüdiger und ich erstmal an diese AVGN-Folge denken. Großartig. Hier das Wii Play, was ihr da eben gesehen habt, das hätte ich mir auch gern geholt. War eigentlich alles noch in gutem Zustand, aber ich wollte mir die CD angucken und leider war die CD total verkratzt und da dachte ich mir, ne, das nehme ich mir nicht mit. Ich hatte das Spiel mal, aber ich habe es verkauft. Wie bei jedem Spiel, was ich hatte und mal verkauft habe, trauere ich dem heute hinterher. Mein Tipp an alle, die hier alte Spiele haben oder meinen, die brauchen die Spiele nicht mehr, verkauft sie nicht, behaltet sie einfach. Am Ende heult ihr den Spielen eh nur hinterher. Und ihr müsst sie euch wieder für teuer Geld, was weiß ich, irgendwo kaufen. Am besten hier auf der Retro Gamescon, um Werbung für zu machen. Hust, hust. Ja, und Funko Pop oder wie das heißt, diese Figuren hier, waren auch sehr stark vertreten. Auch eine sehr beliebte Figurenreihe. So viele diverse Charaktere wie hier als solche Figuren hier verewigt wurden. Ist schon krass. Schon krass, diese Figurenreihe. Und allgemein Merchandise hier gab es natürlich auch zuhauf. Natürlich wieder hier Amiibo-Figuren waren hier auch überall wieder vertreten. Also wenn ihr irgendwelche Amiibos habt, oder wenn ihr diverse Amiibos noch nicht haben solltet, dann geht zur Retro Gamescom. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit werdet ihr dort welche finden. Das hier ist auch wieder so ein Stand, der richtig nice Sachen hatte. Also ein richtig paar schnieke Schmuckstücke. Bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, da waren auch so einige Sachen dabei, die von Limited Run Games waren. Zum Beispiel diese Castlevania-Kollektion. Eine, das gab es nur von Limited Run, aber vielleicht irre ich mich auch. Hier Turtles Shredder's Revenge, auch für die Switch. Und auch hier diese Ori Limited Special Edition, von dem ich jetzt nicht weiß, ist das jetzt für Switch oder I don't know. War auf jeden Fall richtig nice, das mal so hier so zu sehen. So ein richtig schöner Stand mit richtig nicen Collector's Editions und so weiter. Hier noch diverse andere Games, Neo Geo und so weiter. Und natürlich Bowser, der über allem steht. Ja, und hier haben wir nochmal so eine kleine Aufnahme beim Zeitpunkt, ja, bei dem die Leute jetzt erstmal reinkommen konnten und sich jetzt endlich mal hier auf die Verkaufsstände stürzen durften. Es war relativ schnell voll, deswegen war ich froh, dass ich auch vorher meine Aufnahme machen konnte. Das ist hier noch so ein bisschen überschaubar, das war so ein bisschen später. Aber vorher, Alter, da war echt viel los. Da waren echt viele Leute und besonders auch solche kuriosen Gestalten hier oder wie den Typen da, die durfte man auch hier einfach mal reinlassen. Ja, hier trifft man ein paar crazy Leute auf der Retro Gamescon. Und ich möchte natürlich auch noch ein paar Worte über diese netten Menschen hier verlieren. Das war so die Gruppe, mit der ich mich hier auf der Börse hier beschäftigt habe, wo wir hier zusammen rumgelaufen sind. Matze und die ganzen anderen Chaoten hier, die ihr hier seht. Es war auf jeden Fall eine richtig nice Gruppe. Und ich glaube, das war wirklich die schönste Retro Gamescon, auf der ich hier war. Nicht wegen den ganzen Artikeln, die man hier gesehen hat. Klar, die waren natürlich auch richtig nice. Aber besonders dank dieser Menschen hier, die ihr hier seht. Diese Gruppe hat mir den Tag richtig versüßt. An der Stelle vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid großartig. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann mit dem Bericht zur Retro Gamescon. Wir sind noch nicht ganz fertig, jetzt kommt natürlich das Spannendste. Was habe ich mir auf der Retro Gamescon gekauft? Das sehen wir jetzt. So, da kommen wir jetzt auch endlich zum vermutlich spannendsten Teil dieser Retro-Börsen oder Retro Gamescon-Videos. Was habe ich mir denn
auf der Retro Gamescon dieses Mal so geholt? Nun, es ist eine recht überschaubare Auswahl, was ich mir da geholt habe, aber würde ich doch sagen, dennoch eine feine. Fangen wir einfach mal mit den NES-Spielen an. Da habe ich mir einen richtigen Klassiker geholt, nämlich Tetris. Tetris für das NES. Ja, weil halt einer der ganz klassischen Spiele. Wahrscheinlich einer der klassischsten überhaupt. Und das wollte ich halt einfach für die NES-Konsole haben. Ja. Sammler halt. Ich denke, zu Tetris muss ich nicht viel sagen. Das sollte ziemlich jeder kennen. Und auch heutzutage immer noch neue Varianten davon. Also ist, denke ich, kein ungeschriebenes Blatt. Ein Spiel, was man vermutlich auch kennen sollte, ist dieses hier. Mario Bros. Nicht Super Mario Bros., das kam erst später, sondern nur Mario Bros. Ja, ist halt aus der Classic-Serie. Und ich denke, wer zum Beispiel Super Mario Bros. 3 gespielt hat, da gab es doch diesen Multiplayer- bzw. Versus-Player-Modus. Und das war dann halt eben dieses Mario Bros.-Spiel. Und das wollte ich dann halt auch unbedingt haben, weil... Hat es noch nicht. Es ist Mario. Und ja. Nettes Sammlerstück halt. So, und ein Spiel, was ich auch unbedingt mal seit langem haben wollte, aber nie einen guten Zustand gekriegt habe, ist dieses N64-Spiel hier. Nämlich Pilot Wings 64. Endlich mal. Jetzt habe ich endlich alle Spiele der New Dimension of Fun Videokassette. Also für diejenigen, die es jetzt vielleicht nicht wissen, es gab so eine Demo-Videokassette. Falls die Kids heutzutage noch wissen, was eine Videokassette ist. ja, auf dieser Videokassette wurden drei Spiele vorgestellt. Einmal Super Mario 64, Wave Race 64 und Pilot Wings 64. Super Mario 64 und Wave Race 64, die Spiele habe ich schon, aber jetzt habe ich endlich auch mal Pilot Wings 64. Das Spiel hat mir noch gefehlt. Und wie gesagt, ich habe das auf anderen Retro-Börsen, Retro-Gamescom, schieß mich tot, habe ich das immer nur in so einem recht schlechten Zustand gesehen. Da war das Label schon total verblasst oder in einer Ecke hat sich das schon gelöst. Das sah dann einfach nicht mehr schön aus oder Cartridge an sich hier so drumherum, die war dann immer so verdreckt oder vergilbt oder keine Ahnung. Jetzt habe ich endlich mal eins. Für einen Spottpreis von 10 Euro habe ich das jetzt endlich mal gekriegt. Gut. Und passenderweise zu den Cartridges habe ich mir noch was geholt, nämlich solche Hüllen hier. Habt ihr, denke ich, gesehen, dass meine Cartridges immer in solchen Hüllen sind. Und da habe ich mir jetzt noch ein paar auf Vorrat gekauft. Das sind noch ein paar NES-Größen und N64-Größen. Super Nintendo hatte ich jetzt nicht gebraucht, weil ich habe zum Beispiel noch Donkey Kong 64 von der letzten Retro Games Con. Da hat mir noch eine Hülle gefehlt. Und ich habe ja noch eine Hack-Cartridge von Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie The Jiggies of Time. Und da bräuchte ich dann auch noch eine Hülle. Und von daher habe ich mir noch ein paar auf Vorrat geholt. Wer weiß, was noch so für Spiele kommen werden in meiner Sammlung. Gut, wir bleiben noch ein bisschen beim N64, weil ich habe mir noch Controller gekauft. Ja, war richtig schnieke. Da haben wir einmal diesen transparenten, purpurnen bzw. lilanen Controller. Und ich hatte vorher noch nie einen transparenten N64-Controller. Und ich finde die eigentlich so geil. Ich meine, es ist transparent. Transparente tragbare Konsolen, transparente Controller, ist einfach immer geil. Ja, wenn man so ein bisschen das Innenleben davon sieht. Und der ist auch noch in einem ziemlich guten Zustand. Ich sehe da jetzt keine wirklich gravierenden Kratzer, Schrammen oder sonst irgendwas. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Und ein Controller, bei dem ich ein bisschen gezögert habe, ob ich mir den noch holen soll oder ja, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich ihn mir geholt habe. Das ist nämlich dieser richtig geile, türkise, transparente Controller, der auf der anderen Seite weiß ist. Na gut, ist laut Rüdigers Aussage ist er mittlerweile ein bisschen vergilbt. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich coole
Farbkombination hier, dieses Türkis, dann dieses leicht zart gelbe oder cremige da. Ich finde das eine ziemlich coole Farbkombination. Und allgemein finde ich die türkise transparente Farbe hier, die sieht einfach geil aus. So cool aus. Ich habe ein bisschen gezögert, mit denen zu holen, aber ich bin froh, dass ich ihn mir geholt habe. Ich glaube, am Ende des Tages hätte ich mich nur geärgert, wenn ich ihn mir nicht geholt hätte. Ja, jetzt habe ich eben diese beiden schnieken, transparenten N64-Controller. Jetzt habe ich die beiden hier. Das sind schon mal zwei. Dann habe ich den klassischen grauen. Einen grünen, einen gelben, einen blauen und sechs Stück. Und den Controller von der Special Pikachu Edition. Holy shit, ich habe sieben N64-Controller. Was zur Hölle? Und es werden bestimmt noch mehr dazukommen. Ich finde N64-Controller, die sind irgendwie so geil. Das sind so geile Sammlerstücke. Ich weiß nicht wieso. Die haben irgendwas. Gut. Leute, das war meine Ausbeute von der Retro Gamescon in Heidelberg. Ich werde, denke ich, nochmal alles so ein bisschen zusammenstellen und dann meine Abschlussworte bringen. So, und da haben wir nochmal den ganzen Schmarrn, den ich mir da geholt habe. Eine richtig, richtig schöne Retro-Gamescon. Jetzt nicht wegen der Ausbeute, die ihr hier seht, sondern wegen den Leuten, mit denen ich dort war. Ich habe halt echt gedacht, wir sind dann nur zu viert. Ich, Rüdiger, seine Frau und Matze. Aber am Ende, dass wir dann eine kleine, schnieke, nette Gruppe aus 8 Leuten sind, das war richtig super. Das war genial. Also ich glaube, das war wirklich die schönste Retro-Gamescon, die ich je hatte. Einfach nur wegen den Leuten, mit denen ich da unterwegs war. Bitte gerne wieder. Also würde ich nicht Nein zu sagen. Wird wahrscheinlich nicht immer klappen, das ist klar. Aber ja, wie gesagt, gerne wieder. Und auch nochmal ein großes Dankeschön an den Bernd von der Retro Gamescon. Vielen, vielen Dank, dass du mir ermöglicht hast, eine Stunde früher eigentlich im Einlass da reinzugehen, damit ich dann in Ruhe die Stände und Artikel filmen konnte. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Das war wirklich ein großartiger Tag und ich freue mich schon auf die nächste Retro Gamescon. Und ich bin gespannt, was mich da alles erwarten wird. Gut, liebe Freunde, liebe Verrückte und die armen Seelen, die sich irgendwie auf dieses Video hier verirrt haben. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Video auch wieder mit dabei und denkt daran, immer schön zocken. Ciao!